Wollen wir die weghauen oder was? Nee, weghauen nicht. Ich habe nur gefragt, wie lange er noch steht. Ich wollte das erste Mal mit dem Fahrrad unterwegs, nicht mit dem Fahrrad unterwegs bin. Was it Cesar Chavez? Maybe it was Dorothy Day. Some will say Dr. King or Gandhi set them on their way. Avocado, Leute. Ich bin die Avocado und heute machen wir einen weiteren Ausflug in die Clownswelt. Die letzte Generation liefert uns dafür ja zuverlässiges Material. Diesmal gibt's sogar einen echten Urwurm obendrauf, von einem musikalischen Meisterwerk. Auf geht's! No matter who your mentors are, it's pretty plain to see. If you've been to jail for justice, you're in good company. Have you been to jail for justice? I wanna shake your hand. If you've been to jail for justice, you are in good company. Und was Gerechtigkeit ist, das definieren wir. Es ist vollkommen klar, was hier stattfindet. Man möchte sich selbst stilisieren als einen Aufständigen, als einen Renegade, als jemand, der sich gegen eine Autorität stellt. So nach dem Motto, fight the power. Weil das resoniert ganz hervorragend bei der Jugend und insbesondere bei denen, die orientierungslos sind. Und da wären wir wieder mal beim Thema Ersatzreligion. Sitting in and lying down, always to take a stand. Have you sung a song for freedom or marched that picket line? Lieber wegsperren als reden. Kann mir das bitte einer erklären, was dieser Slogan jetzt soll? Also soll das heißen, dass man sich lieber abführen lassen möchte, als in einen Dialog zu treten? Und wenn ja, ist das nicht ein Beweis dafür, dass einem halt die Argumente fehlen? Wie sagte doch ein weiser Mann einst, man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur in ihr zurechtfinden. Have you been to jail for justice? Oh, you're a friend of mine. Es fällt jede Blockade schwerer. Ich hatte heute Morgen echt diesen Moment, wo ich mir dachte, boah, ich würde so gern einfach liegen bleiben. Aber nein. Ja, manchmal wäre es in der Tat das Beste, wenn man einfach nur morgens im Bett liegen bleibt und nichts unternimmt. Besonders dann, wenn der eigene Aktivismus so schlecht ist, dass das eigene Ansehen davon ins Bodenlose fällt. Wir müssen auf die Straße, wir müssen jetzt die Hände abfrieren, weil die Regierung nicht handelt. Aber ihr seht eben unser Malte Torben hier, ja, das ist einer, ja, der kämpft für das Gute. Der lässt sich die Dinge nicht so gefallen. Das ist einer, der steht auf. Außer dann, wenn er sitzt. Law-abiding citizens, listen to this song. Laws were made by people, and people can be wrong. Gesetze werden von Menschen gemacht und Menschen können sich irren. Tja, das Problem an der Sache ist, damit kann ja jeder ankommen. Ja, sagen Sie mal, warum sind Sie denn mit 200 Sachen durch eine 30er-Zone gedonnert? Und das Ganze mit kaputten Bremsen und ohne Fahrerlaubnis? Ja, Herr Richter, Gesetze werden von Menschen gemacht und Menschen können sich irren. Once unions were against the law, but slavery was fine. Women were denied the vote and children worked the mine. Ja, Leute, früher gab's Sklaverei und Frauen durften nicht wählen, also ist cool, was wir hier auf der Straße machen, ja? The more you study history, the less you can deny it. Je mehr man Geschichte studiert. Okay, ich gebe euch mal ein bisschen Nachhilfe in Geschichte. Keine Sorge, ich berechne auch nichts dafür, ihr lieben Klimaaktivisten. In der Anfangszeit der Computertechnologie dachten anerkannte Experten, dass es in Zukunft nur ein paar größere Computer auf der Welt geben würde. Und in der Anfangszeit der Flugzeugtechnik dachte man, dass kein Mensch jemals mit Überschallgeschwindigkeit reisen würde. Und auch das ist ein Teil der Geschichte. Klingelt da irgendwas bei euch? Tja, und die Geschichte heute besteht eben darin, dass man denkt, man könnte das Klima aufhalten, indem man sich auf der Straße festklebt und Staus verursacht. Wie sich die Zeiten doch geändert haben. A rotten law stays on the books till folks with guts defy it. Ein faules Gesetz bleibt in den Büchern, bis Leute wie wir, das ist übrigens nicht ganz richtig übersetzt, der Text ist eigentlich until folks with guts defy it. Das heißt, Leute mit Mumm sich dem widersetzen.
Ja, Leute mit Mumm, die stark und männlich und widerstandsfähig sind. Ihr wisst schon, Klimakleber eben. Der Polizeieinsatz dauerte nicht lange. Sitting in and lying down are ways to take a stand. Das ist wie bei den Zeugen Jehovas, die dastehen mit ihren Pamphleten, die auch etwas in Bewegung setzen wollen, ohne sich selbst zu bewegen. Have you sung a song for freedom? Or marched that picket line? Have you been to jail for justice? Oh, you're a friend of mine. Now the law's supposed to serve us, and so are the police. When that system fails, it's up to us. Sie muss nur arbeiten. Wenn sie keine Arbeit hat, was willst du denn? Habt ihr gehört, Freunde? Schöpft Mut aus euren Überzeugungen. Auch dann, wenn sie dich in den Knast schleppen. Das jedenfalls sagt dieser Song. Ja, ich habe irgendwie den Eindruck, diese Regel gilt wieder mal nur für die eigene Überzeugungen und nicht für diejenigen, die davon abweichen. Das ist scheiß kalt. Und wir werden es aber trotzdem weitermachen, weil wir können nicht mit dem Kurs, den die Regierung gerade fährt, einfach nur zuschauen, wie wir in die Klimakatastrophe rasen. Ja, also das hier ist der, ja, weiß ich auch nicht, wie er heißt, wenn es da bloß irgendwelche Hinweise für gäbe, nennen wir ihn einfach mal Malte Torben. Der leidet unter einer Angstpsychose und aus dem Grund klebt er sich in der Kälte auf die Straße. Haben das alle verstanden? Gut. Es macht keinen Spaß, also es ist belastend, aber weniger belastend, als in einer Welt zu leben, in der ich einfach keine Zukunft sehe. Deswegen sehe ich mich auch irgendwie genötigt, das zu tun. Und ich sehe einfach keine andere Möglichkeit mehr. Also, wenn ich eine andere hätte, dann würde ich es anders machen. Tja, meine liebe, gute Rebecca von der letzten Generation. Weißt du, wer ebenfalls keine Zukunft mehr sieht? Unfallopfer, die nicht rechtzeitig in die Klinik eingeliefert werden können, weil der Krankenwagen, der dies tun sollte, in einem Stau feststeckt. Die sehen auch keine Zukunft mehr, denn die sind tot. Oh, und noch etwas. Ich rede hier nicht von einem konkreten Beispiel, sondern hypothetisch von denjenigen Menschenleben, die man bereit ist, in Kauf zu nehmen. In the jail of justice. Im Endeffekt passiert hier nichts anderes, außer dass die Autos stehen. Und die Fahrradfahrer können durch. Fahrt Fahrrad anstatt Auto. Das sollte man akzeptieren. Ja, habt ihr gehört, meine lieben Berufspendler, fahrt Fahrrad und kein Auto. Auch dann, wenn sich dies logistisch überhaupt nicht machen lässt. Ihr wisst ja, das Klima und so. Und man sollte lieber darüber nachdenken, mit den Leuten in ein Gespräch zu kommen, warum sie da sitzen, anstatt einfach zu sagen, geht weg. Weil im Endeffekt sitzen sie da für einen Grund und nicht einfach aus Langeweile. Tja, das Problem besteht eben darin, also jetzt mal abgesehen von dieser ganzen Stauproblematik, dass wenn man diese Aktivisten konfrontiert und dann so lästige Fragen stellt, wie zum Beispiel, wie kommt es denn, dass es in der vorindustriellen Zeit auch einen Klimawandel gab, wenn doch der Klimawandel anthropogen sei? Dann hält man entweder gar keine verwertbaren Antworten oder immer nur dieselben auswendig gelernten Phrasen. Ja. Shake your hand. Sitting in and lying down are ways to take a stand. Have you sung a song for freedom or marched that picket line? Have you been to jail for justice? Will you go to jail for justice? Have you been to jail for justice? Oh, you're a friend of mine. Ich möchte dieses Video mit einer Frage beenden an unsere lieben Klimaaktivisten. Ihr nehmt es in Kauf, dass Menschen ihr Leben verlieren durch euren Aktivismus. Habt ihr wirklich kein Verständnis dafür, dass die Leute gegen euch sind? Avocado over and out. Okay, der Refrain. Have you been to jail for justice? Justice, I wanna shake your hand.
sitting in and laying down our ways to take a stand. Have you sung a song for freedom or marched that picket line? Have you been to jail for justice? Then you're a friend of mine. Nice, oder? Okay, ich glaube, wir singen das noch so zwei, drei Mal. Brauchen wir Zeile für Zeile oder können wir uns da so gegenseitig stützen? So blöd kann keiner sein!